Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play RimWorld. Wir spielen die Beta 19 und sind in der dritten Staffel und gerade wird hier ordentlich fallentechnisch ein bisschen aufgerüstet. Huch, Forschung abgeschlossen, komplexere Kleidung, das ist schön, endlich kann ich schönere Klamotten haben. So, was werden wir denn als nächstes nehmen? Wie lange dauert Schmieden? Ich bin immer noch in der Steinzeit-Technologiestufe. Das ist Mittelalter. Oh, leck. Warum bin ich immer noch in der Steinzeit? Warum dauert das so lang? Ah. Ich mache jetzt erstmal Kakao. Das ist eine Steinzeittechnik. Und das ist hier auch Steinzeit. Das ist schon Mittelalter, okay. Industrie, okay. Jetzt machen wir erstmal das mit dem Kakao. Schokolade macht glücklich. Warum nicht also auch unsere Kolonisten? So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, hier laufen wieder Kasuare rum. Die könnte ich dann rein theoretisch einer geordneten Kolonistenernährung zuführen. Aber ich muss mir ja langsam auch mal überlegen, ob ich das Ganze hier nicht irgendwie einzäune. Also ich denke mal, gerade hier so wäre das eine gute Sache. Und dann hier rüber und vielleicht so hoch. Und hier dann so entlang. Also gerade, dass wir hier das so ein bisschen besser abgrenzen können gegen irgendwelche nervigen Feinde, die dann vielleicht irgendwann vorbeikommen. Das wäre natürlich eine coole Sache. Wo ist denn eigentlich unser Monkey? Monkey 1. Oh, der kann zumindest... der kann nur gehorsam, okay? Die sind gar nicht so gut. Schade, ich dachte, die wären irgendwie klüger. Okay. Trainierbarkeit sehr gut. Wo ist denn die Intelligenz? Beschnüffelintervall. Tierpflegemindestwert? Wo ist denn die Intelligenz? Gab es das nicht mal irgendwo? Nicht so doof? Lasttier, nein. Lebenserwartung 30. Ach, die sind wahrscheinlich einfach zu klein dafür. Rettung schaffen die leider auch nicht. Ah, das ist ja doof. Was können denn Panther? Lasttier auch, nein. Das ist doch doof. Ich bräuchte irgendwas, was so... Kolonisten schleppen kann. Oder das muss ich wirklich den Hunden überlassen. Schade. Das hätte ich jetzt cool gefunden. So, was haben wir denn hier noch an Wildtieren? Okay, die Kobra wurde verletzt. Wir haben hier Chinchillas. Wir haben sehr viele Ratten. Alpakas. Alpakas. Mittelmäßigkeit. Mittelmäßig. Die könnten wir aber zu Lasttieren ausbilden. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das ist ein Männchen. Und was bist du? Männchen? Männchen. Oh, es sind alles Männchen. Naja, egal. Wir nehmen mal ein Alpaka. Vielleicht können wir das irgendwie brauchen. Und die geben ja auch ein bisschen Wolle. Das ist natürlich auch so eine Sache, die wir gut brauchen können. So, was können wir hier noch brauchen? Noch einen Recurve-Bogen auf jeden Fall. Und wir brauchen echt ein neues Lagerhaus. Das ist richtig schlimm. Puh. Okay. Und hier können wir natürlich noch ein bisschen das Zimmer weiter ausschachten. Wobei... Jetzt haben wir hier 34 Sandsteinblöcke. Wir können natürlich noch ein paar mehr Sandsteinblöcke basteln. Und dann endlich mal eine Statue bauen oder so. Mit der dann die gute Ruby in ihrem Zimmer zufrieden wird. Ah, Rancher ist wieder fit, also die Stinktiere. Sozial. Oh, mit Victor kommt sie echt nicht gut klar. Echt witzig. Lock. Auf dem Boden geschlafen, ja, es tut mir leid, aber ne? Besser so als gar nicht. Sei froh, dass du hier schlafen kannst und wir dich nicht einfach irgendwo in der Pampa haben liegen lassen, ne? Könnte schlimmer sein. Aber ich hoffe echt, dass die sich nicht der Kolonie anschließt, weil irgendwie jemand, der so Anti-Männer ist, das macht hier wahrscheinlich dann eher Probleme.
Okay, machen wir hier mal so ein bisschen. Und hier ist der Monkey. Das ist geil. So, das werde ich mal hier gehorsam trainieren. Also ich finde schon, dass man in einer Dschungel-Stammeskolonie irgendwie Affen braucht. Das ist einfach lustig. Außerdem zur Not können wir die immer noch schlachten. Ja, ich weiß, das ist grausam. Oh, die Katze hat keinen Schlafplatz mehr. Ja, was soll das denn? Mit wem bist denn du verbunden? Bist du mit irgendwem verbunden? Nee, du hast keinen Meister oder so. Aber ich glaube mal, ich mache den Schlafplatz dann hier rein irgendwie. Warte mal. Möbel. Wir können hier so ein cooles Tierbett hinsetzen. Kamelbett. Kamelhaar, genau. Plopp. Kommt hier ein Tierbett hin. Für die Katze. Kann das Kätzchen hier schlafen. Boah, ey, der ganze Stahl, meine Güte. Warte mal, Moment. Ich glaube, ich kann hier sogar Dinge herstellen. Warte mal, stell eine Skulptur her. Details. Wir bauen die aus Stahl, genau. Ja. Dann werde ich ein bisschen stahllos. Ich weiß, das ist bescheuert, jetzt den Stahl dafür zu verschwenden, aber seien wir ehrlich. Ne? Momentan brauchen wir den wirklich für nichts anderes. Kunst. Und der ist jetzt auch noch nicht besonders gut da drin, lieber. Uiuiui. Okay. Du möchtest eine Stahlstatue herstellen, ganz bestimmt. Und hier haben wir jetzt ein schönes Kamelhaarbett für ein Tier. Das ist so nice. Gefällt mir. Aber die Hunde sind richtig praktisch. Also kann man sich nicht drüber beschweren. Sind auch fertig trainiert. Super. Gelehrige Viecher. Oh. Ha. Okay, wartet mal. Wir haben hier. Zwei Leute mit einem schönen Bogen. Und wir haben Leute, die hier auf jeden Fall Hunger haben und Kasua essen möchten. So, gucken wir doch mal, ob wir den Kasua platt kriegen. Aber ich denke eigentlich schon. Dafür haben wir ja unsere schönen Bögen. Ja, Topaz, du stehst jetzt hier nicht gerade ideal. Und Brooks, du beschießt bitte hier auch mal das Viech. Ah, du stehst nicht nah genug dran, okay. Oh Leute, ihr müsstet auch mal treffen. Ernsthaft? Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Okay, wir müssen euch mal hier ein bisschen hinterher, wa? Jagt hier mal den Kasuar, bitte. Mann, geht das nicht mehr? Dass man die alle gleichzeitig irgendwie auf den schießen lässt? So, jetzt aber. Na? Okay. So, Brooks, du darfst das Viech dann töten, bitte. Und ihr seid fertig. Das gibt wieder lecker Vogelfleisch. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Trockenfutter herstellen für unsere Tiere.
lecker, lecker, Kasua. Das gibt lecker Abendessen. Wenn das Viech hier schon blöd genug ist, sich an unserer Kolonie entlang vorbeizubewegen, dann wird's auch gefressen. Hm. Solche Dinge passieren. Okay, wer ist unser Koch? Topaz, du möchtest doch bestimmt Kasua schlachten. Und dann natürlich eine Menge Trockenfutter herstellen, weil wir brauchen wieder ein bisschen Vorrat. Und irgendwie liegt hier so viel anderer Scheiß rum. Ja, wir haben den nächsten Rekordbogen. Sehr schön. Das ist dann mal was für Diamond. Der freut sich dann. Okay, jetzt muss ich mir aber echt überlegen, wo ich hier am besten eine Krankenstation hinsetze. Wenn ich das hier noch ein bisschen weiter ausbaue, so hier, dann wäre hier so natürlich der passende Platz für sowas. Dann muss ich allerdings auch den Forschungstisch verlegen, weil das sonst ein bisschen sehr unpraktisch wird. Aber den kann ich ja ein Stückchen weiter rüber tun und das Ding hier dann irgendwie woanders hinlegen. Na, das kriegen wir schon hin. Jetzt wird es hier schon wieder ein bisschen enger. Lecker Trockenfutter mit Vogelfleisch. Mmh. So gehört sich das. Schade nur, dass die Tiere miteinander irgendwie nicht wirklich interagieren können. So, keine Ahnung, die Katze und der Affe spielen zusammen oder irgendwie sowas. Das gibt's halt leider irgendwie nicht. Also da hätte ich mir gewünscht, dass wir das noch irgendwie anders machen könnten. Oder dass die Hunde irgendwie miteinander spielen gehen oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, das wäre dann ein bisschen over the top für so eine Simulation hier. Und wir brauchen natürlich ein neues Lager. Ah, no, ich muss viele Sachen bauen hier. Es ist echt schlimm. Ah. Aber was schon mal sehr gut ist, ist, dass der Boden jetzt hier fertig ist. Dass das Ding hier weg kann. Und wir brauchen natürlich wieder neues Holz, wie es aussieht. Jetzt mache ich hier wieder mal ein bisschen Kahlschlag. Oh ja, hier sind ja genügend Sachen, die man abbauen kann. Kein Problem. Sehr schön. Und Agate hat hier jetzt bald seine künstlerische Arbeit. Was machst du denn jetzt hier? Trainiert Monkey? Oh. Kumpel, du sollst den verdammten... Egal. Mach die Statue fertig. Komm. Guck mal, ich habe Kartoffeln für dich, mein lieber kleiner Affe. Ist das nicht toll? Ich glaube nicht. Kiss my monkey ass. Kartoffeln sind irgendwie nicht so das Thema. Aber ich glaube, als Affe würde ich mich auch wundern, wenn hier irgendjemand kommt mit so wegen, hey, hier, ne? Ich habe hier mal lecker Kartoffeln für dich. Wo sind die Bananen? Warum gibt es hier eigentlich keine Bananen? Müsste doch eigentlich hier irgendwie so ein paar Bananenstauden sein, wenn hier Affen sind. Fände ich irgendwie cool. Und schön wird das Tierfleisch gleich erstmal als allererstes verkocht. Das finde ich natürlich mal sehr gut. So gehört sich das. Und wir haben endlich genügend Trockenfutter wieder. So, jetzt bin ich mal gespannt. Attraktivität 25 ist auf jeden Fall besser als nichts. Packen wir das hier mal. Unter unaufhaltsamem Sohn. Ah, wir haben mal wieder moderne Kunst mit nicht verständlichen Titeln. Oh Gott, ist das kaputt. Ich liebe es, echt. So, Ruby bringt hier jetzt erstmal ein frisches Holz rein. Und Diamond macht hier den Boden fertig. Das ist natürlich auch schön, okay. Und hier liegt einfach das ganze Zeug noch rum. Das ist natürlich nicht ganz so hilfreich, aber okay. So, wie ist das verdammte Zimmer jetzt? Durchschnittlich. Okay, schlecht. Sieht aber auch so ein bisschen aus.
Sehr strange. Also hübsch ist was anderes. Ich glaube, wir brauchen gleich nochmal eine. Wenn wir hier noch eine zweite reinstellen, dann ist Ruby vielleicht glücklich. Es ist echt schwierig, die zufriedenzustellen. So, okay. Also, wo bauen wir denn jetzt unsere Krankenstation hin? Ich überlege, ob ich hier nicht einfach einen Gang noch reinhaue. So hier. Und wir bauen dann die Krankenstation so hier hin. Ja, ich glaube, das ist ganz okay so. Nur der Forschungstisch ist jetzt halt so ein bisschen blöd. Aber ich hoffe ja auch mal, dass wir Stinktiere bald fit gekriegt haben. Ist immer noch starke Schmerzen und noch nicht so wirklich auf der Höhe. Da fehlt jetzt mindestens noch ein Drittel Balken oder so. Aber gut, da habe ich jetzt die große Hoffnung, dass wir das irgendwie hinkriegen. Kann ich das irgendwo anders hin? Ich glaube, ich packe das hier hin. Und dann schieben wir den Tisch einfach ein Stückchen weiter rüber. Passt. Dann ist hier auch ein Durchgang. Ja, doch. Da habe ich jetzt gute Hoffnung, dass das funktioniert. Und eine Krankenstation brauchen wir halt wirklich. Und ja, ich weiß, was passiert, wenn man in den Berg reinbaut. Irgendwann kommen dann die Insekten und raiden meine Kolonie. Aber ich finde das einfach ganz praktisch. Vielleicht entdecke ich ja hier noch irgendwelche nützlichen Sachen, außer eben, was ist das, Sandstein? Insofern schauen wir einfach mal. Sandstein und sowas könnte ich eigentlich draußen lagern. Weil das wird ja nicht schlecht. Stahl eigentlich auch, oder? Verrottet der? Ich glaube eigentlich nicht. Oh, die sind hier mal so richtig schnell am rumkloppen. Geht ja fix. Bin ja richtig begeistert. Möbel könnten wir hier mal reinstellen. Holzkommode. Ja, warum nicht? So. Und ein Nachttischchen. Der steht natürlich schief, was nicht sehr hübsch ist. Aber okay. Oh, so langsam nimmt unsere Krankenstation hier tatsächlich die Formen an. Ah, die sind ja richtig fix. Wahnsinn. Krass. Aber ich glaube mal, sie haben sich inzwischen auch einfach oft genug irgendwie durch den Berg gegraben. Und das hier war schon ideal, weil auf der einen Seite war Fels, auf der anderen Seite war Fels. Also man hatte genug Platz. Die Sandsteinblöcke sind natürlich auch deswegen prima, weil ich hier sowieso demnächst dann den Boden legen muss. Und hier könnte ich dann rein theoretisch einfach eine Mauer hinsetzen. Es wird. Wir arbeiten dran. So, alle am Pennen? Fast alle. Hm? Sieht gut aus. Wo ist denn Agate? Ah, kommt gerade nach Hause, okay. Dann spule ich jetzt mal ein bisschen vor, weil Topaz wird sich ja auch nur essen und dann schlafen. Ja, sieht gut aus. Inspirierter Händler. Okay, ja gut, dafür müssten wir jetzt erstmal irgendjemanden haben, bei dem ich handeln kann. Aber naja, was soll's, ist ja jetzt nicht wild. Wenn keiner kommt, ist jetzt auch nicht schlimm. Oh, was ist denn das? Ein Chinchilla. Was können die denn? Chinchilla-Fell. Mittelmäßigkeit. Ich könnte rein theoretisch eine Chinchilla-Zucht aufmachen, aber dann muss ich die erstmal regelmäßig füttern. Das ist dann auch wieder so ein Ding. So, aber wir könnten hier natürlich ernten. Wenn hier schon wieder so ein Haufen Büsche sind. Brooks baut hier erstmal die fette Kommode hin. Sehr schön. Gute Kommode. Toll. Da freut man sich. Alle holen sich hier erstmal Futter.
Die Viecher hauen das Trockenfutter rein. So gehört sich das. Das Gute ist, das wird nicht schlecht. Zumindest nicht so schnell. Und ich glaube, ich muss dann auch noch so Gefängnis bauen oder so. Ich werde das dann hier reinsetzen. Je weiter im Berg drin, desto besser, denn dann haben sie einen relativ langen Weg hier raus. So, dich installieren wir hier neu. Dich genauso. Das braucht ja glücklicherweise jetzt nicht viel. Sehr gut. Dann haben wir hier auch gleich mal Platz frei für den Durchgang. Ah, doch, das wird hier die mega geile Krankenstation. Der muss auch weg. Muaha, wir bauen hier eine coole Kolonie auf. Das kriegen wir schon hin. Ich bin jetzt schon begeistert davon. Ich finde diesen Stamm einfach witzig. Gegen alle Widrigkeiten haben sie es bisher geschafft zu überleben und ich hoffe, es bleibt auch so. Ihr Lieben, an dieser Stelle aber verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch eine coole Zeit. Wenn ihr selbst RimWorld, die Beta 19, spielt, viel, viel Spaß dabei. Ich hoffe, dass ihr damit echt Laune habt. Und erzählt mir doch mal, was ihr so spielt. Ich bin gespannt darauf. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine coole Zeit und wir sehen uns. Bis denn und tschüss.